Diese Karte ist etwas ungewöhnlich, aber leider bei weitem nicht so besonders, wie ihr Text vermuten lassen könnte. Ich hatte mit etwas Storylastigerem gerechnet, stattdessen haben wir nur die Aufgabe, drei feindliche Siedlungen zu zerstören. Die Karte lädt aber zu ziemlich entspanntem Siedeln ein, da wir direkt mit zwei S-Türmen starten. Wenn ihr euch herausfordern wollt, könnt ihr aber natürlich diese löschen, aber in dem Fall wird die Karte es in sich haben. Eure Gegner sind jeweils eine Siedlung der Römer, Wikinger und Trojaner. Die Mayas sind wohl zu unbeliebt, als dass man sie zu Weihnachten einladen würde. Alle drei Siedlungen starten mit großzügigen Vorgaben und genug Ziehobjekten, dass ihre Kampfkraft bei 100% oder darüber startet. Das gilt aber in gewissem Umfang auch für uns. Abgesehen von den 30 Ziehobjekten, mit denen wir das Spiel beginnen, gibt es auch zahlreiche Rohstofflager in der Gegend, von denen wir fast alle automatisch im Laufe der Zeit finden und erobern werden. Nur für dieses Lager ist der Abkürzungstab erforderlich, was ich während meines Runs aber nie gemerkt habe. Lasst euch nur nicht von den Rohstoffen im Sumpfgebiet irritieren, da ihr nicht als Römer spielt, könnt ihr das meiste davon nie erreichen. Die Gebirge in unserem Gebiet sind prall gefüllt mit Kohle, Eisen und Gold. Problematisch werden am Anfang eher Holz und Bauplatz sein. Mit etwas Geschick könnt ihr aber wahrscheinlich einige Verzögerungen vermeiden und die Siedlung deutlich schneller aufbauen, als es mir gelungen ist. Außerdem werdet ihr auf der Karte viele Pioniere finden, die eigentlich getarnte Saboteure sind. Diese können euch wirklich Nerven kosten, insbesondere, da sie sich gerne mal hinter Bäumen und Felsen verstecken. Wenn sie auf eurem Gebiet sind, tarnen sie sich als normale Siedler. Ähnlich wie die Imposter in Among Us können sie aber keine Aufgaben in eurer Siedlung übernehmen oder auch nur so tun. Achtet also auf untätige Siedler an verdächtigen Orten und schickt Soldaten dorthin. Wenn ihr die S-Türme behalten habt, ist das ja aber eine sehr ruhige Map, die nur dadurch in die Länge gezogen wird, dass eure Gegner unbegrenzt viele Truppen produzieren werden, wenn ihr sie lasst. Mit der Dieb-Bogenschützen-Kombo ließe sich das natürlich unterdrücken. Außerdem könnt ihr direkt mit Level 3 Soldaten starten, noch bevor eure eigentliche Schwerindustrie überhaupt steht. Wenn ihr mit S-Türmen spielt, könnte es sich sogar lohnen, einen eurer Gegner mit Level 3 Schwertkämpfer zu rushen, bevor er sich etablieren kann. Jedenfalls habe ich zuerst die Römer, dann die Trojaner und zum Schluss die Wikinger eliminiert. Und jetzt, wo wir die Geburt des Messias mit drei Völkermorden gefeiert haben, wünsche ich euch ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.